Zunächst mal müssen wir uns vor Augen führen, dieser Krieg in Syrien ist blutig, er ist schmutzig und es gibt viele Akteure, die einwirken auf diesen Krieg. Es ist nicht nur ein Bürgerkrieg, es ist vor allem auch ein Stellvertreterkrieg, in dem sich vereinfacht gesagt zwei große Seiten gegenüberstehen. Auf der einen Seite die USA, die Europäische Union, die Türkei und die Golfstaaten. Sie alle wollen den Sturz des Regimes von Bashar al-Assad. Und Russland, der Iran und China wollen genau diesen Sturz nicht, weil sie nicht wollen, dass der Westen sich Syrien gewissermaßen einverleibt. Also halten Sie an Bashar al-Assad um jeden Preis weg. Und den Preis dafür, den bezahlt natürlich die syrische Bevölkerung. Denn jetzt beginnt ja ein Stellvertreterkrieg, der äußerst brutal geführt wird. In der westlichen Wahrnehmung ist uns von Anfang an suggeriert worden, es gebe hier das syrische Volk, das gegen den Diktator Assad aufstehe. Richtig. Und wir im Westen müssten, um unsere Werte zu verteidigen, an der Seite des syrischen Volkes gegen die Unterdrücker unsere Stimme erheben und sie auch mit Waffen unterstützen. Das mag menschlich verständlich sein, diese Sichtweise, aber sie hat mit der Realität relativ wenig zu tun. Es war immer nur ein Teil der syrischen Bevölkerung, die sich gegen das Regime von Bashar al-Assad erhoben hat. Nie die gesamte syrische Bevölkerung, vor allem nicht die religiösen Minderheiten. Nicht, weil sie ihn lieben würden, sondern weil sie wissen, wenn der stürzt, kommen nicht die Guten an die Macht, sondern die Dschihadisten. Das, was wir im Westen immer übersehen, ist, dass die sogenannten Aufständischen keine lieben, netten Demokraten sind, sondern Dschihadisten entweder vom Schlage von der Nusra-Front oder des Islamischen Staates. Also Al-Nusra-Front sehr Al-Qaida-nah. Das ist der Al-Qaida-Ableger in Syrien, muss man nicht erklären. Kann man sagen, genau. Und jetzt führen nun alle Seiten einen sehr schmutzigen, widerwärtigen Krieg, in dem die Kriegsparteien, die um jeden Preis wollen, dass das Regime gestürzt wird, in der Vergangenheit wirklich zu dem Äußersten gegriffen haben. Es gab ja die berühmte rote Linie, die Präsident Obama im August 2012 gezogen hatte. Wenn die Syrer Chemieeinwaffen einsetzen, das Regime, dann werden wir, die Amerikaner, handeln. Und ein Jahr später, am 21. August 2013, gab es einen furchtbaren Giftgaseinsatz, noch viel schlimmer als der dieser hier, ja, mit Hunderten von Toten in dem Fall. Ne? Genau, weit über 1000 Toten, wahrscheinlich die genaue Zahl kennen wir nicht. Und es war in der Region Ruta, ein sunnitischer Vorort südöstlich der Hauptstadt Damaskus. Und sofort hieß es, na, das ist doch völlig klar, das war das Regime. Und jetzt muss Assad, jetzt muss Obama handeln. Denn er hat ja gesagt, rote Linie. Und ich erinnere mich noch an die Leitartikel von der FAZ bis zur New York Times. Alle waren sich einig, auch ohne den Sachverhalt genau zu kennen. Jetzt muss der Westen handeln. Richtig. Wir müssen an der Seite des syrischen Volkes uns verteidigen. Das war die Forderung damals. Man sagt, da müssen wir jetzt mal rein. Das können wir so nicht einfach geschehen lassen. Da kann die Weltöffentlichkeit nicht wegschauen. Das war die Situation. Das war genau die Situation. Und es sah ja auch so aus, als würde Obama jetzt den Angriffsbefehl geben. Und über Tage hinweg haben die Amerikaner immer mehr Waffen in die Region verbracht. Und es standen schon die schlimmsten Bomberflotten und Langstreckenraketen einsatzbereit. Aber im letzten Moment hat Obama Ende August 2013 nicht den Angriffsbefehl gegeben, sondern hat die Sache gewissermaßen vertagt, hat gesagt, Assad ist schuld, aber soll doch der Kongress über diesen Einsatz abstimmen. Warum hat er diesen Einsatz nicht befohlen? Weil seine eigenen Geheimdienste ihm gesagt haben, lieber Präsident, vorsichtig. Die eigenen Geheimdienste, die Briten und die Amerikaner, haben nämlich das Giftgas, das in Ruta eingesetzt worden war, untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, Moment mal, dieses Sarin, das dort eingesetzt wurde, befindet sich nicht in den Beständen der syrischen Armee. Und daraufhin wurden die Amerikaner sehr vorsichtig, die Geheimdienste wohlgemerkt, und haben Obama gewarnt. Mittlerweile wissen wir, dass es mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit nicht das Regime war, das für diesen Giftgas Angriff verantwortlich war. Nicht, dass es ihm nicht zuzutrauen wäre, aber ein Verdacht ist eben noch kein Beweis. Ist kein Fakt, ja. Kein Fakt. Und heute gehen eigentlich die Indizien in die Richtung, dass dieser Angriff, Giftgasangriff, ein sogenannter Angriff unter falscher Flagge war. Nach allem, was wir bislang vermuten dürfen und was als gesichert wohl zu gelten hat, war dies eine Zusammenarbeit der Nusra-Front, also eine der übelsten dschihadistischen Gruppierungen, Al-Qaida-Ableger in Syrien, mit dem türkischen Geheimdienst MIT. Das heißt, da haben zwei zusammengearbeitet, die man da in dem Zusammenhang gar nicht auf dem Radar hatte. Würde man gar nicht denken, wieso jetzt der türkische Geheimdienst, warum arbeiten die zusammen mit der Nusra-Front? Weil die türkische Regierung, Erdogan und der Geheimdienst früh erkannt haben, wir können diesen Krieg in Syrien für unsere Zwecke nutzen. Wir benutzen die radikalen Dschihadisten, um mit ihnen die Kurden zu bekämpfen im Norden Syriens, die wiederum mit der PKK eng verbunden sind. Alles hängt mit allem zusammen in diesem Konflikt. Das macht ihn ja auch so kompliziert. Und die Türkei hat ganz offenkundig diese Nusra-Front bewaffnet mit Saringas. Es gibt erste Untersuchungen der amerikanischen Geheimdienste, die man auch nachlesen kann, schon vom 20. Juni 2013. Da ist ganz klar benannt, wir wissen, dass die Türkei
die Nusra-Front und andere Gruppierungen mit Saringas ausgestattet hat. Und sie stellen Saringas selber her. Und die ersten, die darüber berichtet haben, waren türkische Journalisten, darunter auch Can Dündar, den wir in Deutschland kennen. Der musste fliehen vor Erdogan, er lebt jetzt in Deutschland im Exil. Der war Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet. Der hat darüber berichtet. Der hat darüber berichtet, über diese Waffenlieferungen der türkischen Geheimdienst, des türkischen Geheimdienstes in Richtung Nusra-Front und anderer. Und daraufhin hat der Erdogan persönlich gegen ihn Anklage erhoben wegen Hochverrat. Das Ergebnis war, alle Journalisten in der Türkei, die darüber berichtet haben in der Vergangenheit, sind entweder im Gefängnis oder im Exil. Und was mich wundert ist, dass man doch, wenn man diese Dinge recherchiert, und man kann es recherchieren, wenn man es dann recherchieren will, aber dann brechen natürlich die Feindbilder zusammen, dann kann man nicht mehr sagen, hier sind die Guten und zu den Guten rechnen wir und da sind die Bösen. Wir unterstützen die Guten im Kampf gegen das Böse und dann kommen die Vertreter der Zivilgesellschaft in Syrien an der Macht. Das ist ja so vereinfacht gesagt der Glaube, der hier vorherrschend ist. Der hat aber mit der Realität nichts zu tun. Wir haben dort Oppositionelle unterstützt, die zu 90% aus Dschihadisten bestehen, aus Leuten, die, wenn sie nach Deutschland kämen, sofort sämtliche Sicherheitsorgane auf den Plan rufen würden. Es ist also nicht schwarz und weiß, was hier passiert, sondern wir erleben ein unglaublich schmutziges geopolitisches Spiel. Ja, und auch ein, das ist...